Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial, iDesignish hier. Und zwar diesmal ein bisschen back to the roots. Und zwar, ich hatte damals einmal so ein Companion Cube erstellt von Portal. Vielleicht wissen das einige von euch sogar noch, war ein paar Jahre schon her. Ist in der Videobeschreibung verlinkt, war ein Speedrun gewesen, könnt ihr euch gerne mal anschauen, auch in der Infocard. Glaube oben rechts müsst ihr klicken in die Ecke. Guckt es euch an, ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr gerne ein Tutorial dafür haben wollt, dann mache ich gerne eins, kein Thema. Auf jeden Fall, heute mache ich so ein Reflection Cube. Also wie ihr kennt aus Portal 2 bestimmt, so ein Ding, was halt einfach die Laser reflektiert. Ist ein bisschen Basic Anfänger Tutorial, deswegen ist es eigentlich schnell gemacht. Und ich rendere das auch, also ohne Redshift, das heißt ganz normal Standard-Renderer. Ich denke, das ist für Anfänger-Tutorial sinnvoll. Deswegen machen wir erstmal einen Würfel. Den Würfel machen wir, also die Rundung rein. Da machen wir die Segmente 1. Na, komm schon, 1. Und machen wir hier die Größe, wie uns das gefällt. Ich denke, so ist 8 ist in Ordnung. Ja, 8, 7. Ja, machen wir mal. Ja, 5 ist ein bisschen. Machen wir aber mal 7. Dann als nächstes gehen wir hier Darstellungen und Gradle-Shade die Linien. Dann habt ihr einfach die Linien, ist besser zu sehen. So, als nächstes wollen wir uns das aufschneiden. Das heißt, wir nehmen uns einen Zylinder. Den Zylinder machen wir ganz lang. Ist im Endeffekt egal wie lang, weil das schneiden wir wie gesagt aus. Und dann gehen wir mal ganz kurz nach oben. Also in die oben, so ein bisschen nach oben Ansicht. Und ziehen uns den Zylinder ein bisschen zurecht. Also nicht zu groß, dass er jetzt hier rausragt, aber halt schon ein bisschen größer. Wie euch das gefällt. Ich denke, ein Stückchen ganz noch. Ja, ich denke, so ist in Ordnung. Genau. Dann machen wir die Segmente. Schrauben wir ein bisschen hoch. Ist eigentlich egal. Nur halt, damit es halt ein bisschen abgesmoothed ist alles. Dann kopieren wir uns das. Das heißt, wir nehmen Zylinder, STRG, C und V. Dann gehen wir hier unsere P-Achse und gehen auf 90 Grad. Dann haben wir hier. Dann wieder mal mit STRG, C und V kopieren und gehen hier auf B 90 Grad. So, jetzt haben wir das so. Jetzt wollen wir die drei als ein haben, also dass wir eine Selektion haben. Das heißt, wir selektieren alle drei, rechte Maustaste, Objekte verbinden und löschen. Das heißt, wir haben nur ein Objekt für die alle. Dann nehmen wir uns unser Bool. Deswegen, wir gehen hier rauf und dieses Symbol. Ich habe jetzt eher 19, bei anderen eher 20, sorry. Bei älteren Versionen sieht es, glaube ich, ein bisschen anders aus, aber im Endeffekt ist es dasselbe. Ihr geht einfach hier rauf, also neben diesem anderen Symbol, geht rauf, nehmt euer Bool, euer Zylinder, packt ihr hier rein und euer Würfel hier rein. So. Das heißt, das obere Objekt ist das, was ihr ausschneiden wollt, also was für ein Objekt ihr ausschneiden wollt, und das untere ist, mit was ihr das ausschneiden wollt. Deswegen, wenn du das tauscht, ups, seht ihr, genau, haben wir unten ausgeschnitten. Das wollen wir nicht, deswegen schneiden wir das aus. So, jetzt ist es natürlich ein bisschen doof, weil hier drin ist natürlich noch alles sichtbar. Deswegen machen wir hier auf Bool, gehen wir auf C, damit wir das alles als Polygon haben. Also alles zusammengefügt haben. Und jetzt können wir, da das als ein verschmolzen ist, nehmen wir einfach unseren Zylinder, wählen wir an und gehen auf Entfernen, löschen den. Ah, jetzt habe ich eine Sache noch vergessen. Sorry. Gehe nochmal zurück. STRG Z und Z und Z und Z und Z und Z, bis wir das wieder normal haben. Dann gehen wir hier, sorry, weil wir haben halt diese blöden Linien, das sieht natürlich scheiße aus. Also das ist im Endeffekt egal fürs Rendern, aber es sieht halt auch von Aussehen nicht schön aus. Deswegen gehen wir auf neue Kanten verstecken, gehen wir rauf und haben, voilà, einen ganz normalen Würfel. Jetzt können wir dasselbe machen, also C, nehmen wir unseren Zylinder und löschen den raus.
So, dann können wir unseren Würfel auch rausziehen aus diesem Nullobjekt. Dann unser Bool können wir löschen. So, unser Würfel haben wir. Gehen dann auf unser Polygon-Werkzeug. Gehen dann auf STRG-A, damit wir alles selektiert haben. Rechte-Maustaste extrudieren. Die Werte können wir so lassen, also könnt ihr euch überlegen, experimentieren. Das Offset könnt ihr gerne verschieben, also das ist je nachdem, wie tief das extrudiert werden soll. Aber 5 ist eigentlich ganz gut, deswegen gehen wir auf Zuweisen und wir haben das ein bisschen mehr Tiefe gegeben. So, gehen wir wieder in unseren normalen Objektmanager. So, als nächstes wollen wir uns, also wir wollen im Endeffekt nur die Kanten haben. Deswegen schneiden wir den Rest jetzt weg. Deswegen, wir nehmen uns wieder einen Würfel, nehmen unser Selection-Werkzeug und, also damit ihr euch das besser vorstellen könnt, macht einfach nach und ihr könnt dann später nochmal zurückgehen und euch das nochmal selbst machen. Deswegen nehmen wir uns, ziehen das relativ weit. Also damit wir halt sehen, damit wir das abgetrennt haben. Aber wir wollen halt nur die oberen Kanten haben. Ja, lassen wir so von der Größe her. Dann gehen wir auf C und V, wieder zu kopieren. Dann gehen wir auf P, wieder 90 Grad. Und dann wieder kopieren, C und V und B 90 Grad. Voilà. Jetzt sehen wir hier, haben wir halt nur die Kanten. Deswegen selbe Spielchen nochmal. Alle drei selektieren. Wo haben wir es? Verbinden, löschen. Dann Pool-Werkzeug nehmen. Ab ins Pool und hier auch. Und voilà, jetzt haben wir das, was wir im Adwork haben wollen. Gehen wir zu unser Bool wieder. Auf Kanten verstecken. Und voilà, haben wir die Kanten. So, jetzt können wir wieder C drücken. Den Würfel können wir jetzt auch wieder löschen. Den brauchen wir ja nicht. Und wir nehmen uns den Würfel wieder raus und löschen unser Bool. Das können wir jetzt zum Beispiel Kanten nennen. Kanten. Und jetzt machen wir das Innere. Das heißt, wir nehmen uns wieder unser Würfel. Machen wir Rundungen. Oh je, was hatten wir gerade gehabt? Das ist blöd. Okay, Segmente wieder 1. Ich glaube, wir hatten 7 oder 7, ne? Glaube ich, hatten wir. Ja, okay, perfekt. 7. Genau. Und jetzt wollen wir uns das nochmal ein bisschen wieder ausschneiden. Deswegen, wir gehen im Endeffekt dasselbe wie vorhin auch. Zylinder, ziehen den nach oben, ziehen den ein bisschen dicker. Ich denke, so ist in Ordnung. Segmente wieder hoch und wieder Spielchen nach oben mit. Also umgangssprachlich STRG. Drücken, kopieren, P. 90 Grad, dann wieder kopieren, STRG, na komm schon, STRG, 90 Grad, voilà. Dann können wir uns die ganze Schose wieder selektieren, Rechte-Maustaste, Objekte verbinden, löschen, Bool, unser Bool, Zylinder, dann nehmen wir unseren Würfel und voilà. Unser Bool machen wir wieder die Kanten weg. Jo, das sieht auch schon mal ganz basic aus. Jetzt können wir unseren Bool C und Zylinder wieder löschen. So, dann nehmen wir unsere Würfel wieder raus. Löschen. So, jetzt nehmen wir unsere Würfel wieder. Polygon wieder auswählen, quasi A, also STRG A drücken. Jetzt machen wir extrudieren. Jetzt wollen wir aber nicht plus, weil sonst wird es natürlich größer. Wir wollen es kleiner haben insgesamt. Deswegen gehen wir also nach innen extrudieren quasi. Das heißt, bei Offset machen wir davor ein Minus und gehen auf Zuweisen. So, jetzt haben wir das ein bisschen kleiner von innen gemacht.
Und da das jetzt hier natürlich absteht, da wir das ja kleiner gesetzt, also nach unten gesetzt haben, gehen wir hier auf, wo hatten wir das? Da, Deckflächen. Voilà, haben wir das geschlossen. So, dölö. Dann machen wir uns nochmal so kleine. Also, ihr könnt ja mal googeln nach Reflection Cube, wenn ihr nicht wisst, wie er aussieht. Der hat so auch so kleine Ecken, so kleine Einschnitte hier noch. Deswegen machen wir uns das selber nochmal quasi, also einen Würfel. Und Objekt-Tool-Werkzeug machen wir uns ganz kleine, feine Linien. So, ich denke, das ist soweit in Ordnung. Kopieren wir uns das wieder an 90 Grad. Obwohl, nee, Quatsch. Okay. 90 Grad. So, und jetzt müssen wir das noch nach oben machen. Genau. Dann machen wir, kopieren wir uns das und wählen hier oben 90 Grad aus. So, jetzt haben wir überall ein Viereck. Genau. Wieder mal alles selektieren, rechten Maus der Verbindung löschen. Dann Bool auswählen, unseren Würfel da rein, dann unsere Kanten nicht da rein, unseren anderen Würfel da rein. Und voilà, haben wir das hier schön ausgeschnitten. Dann nehmen wir wieder Bool, C drücken, Würfel können wir löschen, nehmen wir unsere Würfel draußen und löschen wir das Ganze. So, als nächstes machen wir uns einfach nur eine Kugel, setzen wir uns rein. Das heißt, wir gehen hier auf unser Objektwerkzeug, nehmen eine Kugel einfach nur, machen Radius mal, also Segmente mal auf 100, damit wir schön, ja, smooth haben. Und von der Größe her ist es soweit in Ordnung. Deswegen ist es eigentlich fertig. Deswegen wir selektieren alles. Alt G, damit wir es gruppiert haben, gehen auf Reflection Cube und machen uns einfach mal einen Boden. Machen wir uns mal einen Würfel, damit wir es ein bisschen tiefer haben. Skalieren den einfach mal ganz groß. Upsala. Ja, okay. So, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, okay. Ja, so ist doch gut. Dann nehmen wir unseren Cube, setzen den oben drauf. Dann nehmen wir unser Boden, machen den ein bisschen netter. Das heißt, wir gehen auf unser. Achso, haben wir schon gemacht, okay. Dann wählen wir uns natürlich die Segmente. Wir wollen quasi so eine fliesenähnliche Struktur haben. Das heißt, wir können hier auf 40 gehen. Das Y ist egal, weil das ist die Tiefe. Und dann wählen wir uns hier, machen wir das. Mach mal 40 mal 40, was haben wir da? Ja, ist doch okay. Dann C drücken, dann unser Selection-Werkzeug, Polygon, alles mit A und mit STRG und A alles auswählen. Dann gehen wir hier auf Innen extrudieren, gehen auf Gruppen erhalten raus. Und jetzt können wir das einfach ein bisschen kleiner ziehen zum Beispiel. Also einfach irgendwo reindrücken und dann mit der Maus verschieben. So, dass uns das irgendwie gefällt. Ich denke, so ist okay. Und jetzt rechte Maustaste. Und obwohl, nee. Jetzt ohne, weil wenn wir es extrudieren, dann würde es halt nach oben gehen. Also einfach gesagt. Das heißt, am einfachsten geht es, wenn wir uns das einfach nur nach oben ziehen. So, nicht so viel. Ich denke, so ist in Ordnung. Ja.
So, da müssen wir auch nochmal nachhelfen, unseren Cube. Ein bisschen nach oben ziehen, damit er auf der Fliese steht. So, dann Doppelklick, unser Shader Manager, dann unsere Farbe ist schon mal weiß, das ist okay. Dann Reflexion machen wir hinzufügen, nehmen wir einfach irgendeins. Ich hatte mal ein Tutorial gemacht, also verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung nochmal für die Reflexionen, was es alles heißt, was der Unterschied ist. Gehen allerdings, wie gesagt, machen irgendeinen Shader rein, ist egal. Die Helligkeit machen wir. Müssen wir gucken. Ich mache jetzt immer mit 20. Ich denke, das ist soweit in Ordnung. Und da machen wir auf den Boden. So, dann. Obwohl. Können wir uns den auch kopieren? Das ist einfach STRG C und V. Dann haben wir uns den kopiert. Das ist soweit auch okay. Gehen wir hier auf unseren Reflection Cube. Jetzt haben wir natürlich auch die Kugel, die wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir gehen auf STRG. Also jetzt kopieren wieder. Ja, okay, gut, brauchen wir nicht. Reflexion raus. Farbe raus. Und dann gehen wir auf Quatsch, nicht leuchten, auf Transparenz. Gehen hier auf Presets, gehen hier auf Glas und machen das Glas mal grün. So, dann gehen wir hier auf Absorptionsfarbe, machen die auch grün, dunkles Grün. Das machen wir aber ein bisschen heller, das Grün. Ups. Das ist im Endeffekt einfach nur. Weil wenn ihr das nur grün färbt, die Transparenz ist alles grün. Also das ist dann kein realistisches Glas, weil wenn ihr halt ein dickes Glas habt, ihr guckt da rein, wird es halt auch ein bisschen dunkler von Farben her, weil das ist ja alles komprimiert dann im Endeffekt. Das ist dasselbe Absorptionsfarbe. Das heißt, das Licht fällt hier rein und dann wird es natürlich immer dunkler. Und das ist es im Endeffekt dasselbe. So, und deswegen machen wir auf und ziehen einfach nur auf die Kugel. So, als nächstes machen wir uns einfach nur einen Himmel. Quatsch. Boden, physikalischen Himmel. Wenn ihr einen normalen Himmel macht, dann könnt ihr da auf ein HDRI reinlegen. Das ist auch, sieht auch geil aus, aber ich mache es da einfach halber einen physikalischen Himmel. Da könnt ihr im Endeffekt nicht viel machen. Das ist halt, wie der physikalisch ist. Ihr könnt natürlich halt verschiedene Optionen machen, wie Wolken und sowas. Aber ich lasse es erstmal. Dann gehen wir auf Renderer, Effekte, Ambient Occlusion und Global Illumination. Wo haben wir es? Und dort lassen wir soweit alles. Ich gehe nochmal in die Einstellungen von Ambient Occlusion, ob das soweit alles okay ist. Ja, sieht gut aus. Und dann rendern wir das mal alles, wie es aussieht. Und voilà, jetzt haben wir den erstellt. Sieht eigentlich ganz cool aus. Also okay, die Fliesen kann ich halt noch mit dem Muster ein bisschen höher machen. Ihr könnt es auch extrudieren. Ist halt einfach noch ein bisschen Effekt, weil momentan sieht es halt aus wie so ein bisschen Luftpolster. Ist natürlich nicht so schön. Ansonsten würde ich sagen, ja, war es das soweit. Ich gucke nochmal ganz kurz, wo haben wir den Boden gehabt? Bin ich denn blöd? Würfel. War das der? Ne? Ach da, okay. Das können wir beispielsweise jetzt ein bisschen höher, ja. Genau, so ist es natürlich ziemlich hoch. Ich denke aber, das ist okay. Dann machen wir unseren Cube nochmal ein bisschen höher. So, ja. Und das war's, wie gesagt. Ja, war es doch nicht so schnell, wie ich erwartet habe, obwohl ich schnell gesprochen habe. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Wenn nicht, könnt ihr es gerne, wie gesagt, nochmal gucken. Ich packe euch das Modell auch unten in die Videobeschreibung, einen kostenlosen Download. Also, dann könnt ihr euch ein bisschen Zeit sparen. Ihr könnt euch das Ding, wie gesagt, gerne downloaden, so wie es ist. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Ansonsten gebt mir ein Like,
Wie gesagt, Daumen nach oben, aktiviert die Glocke, ihr kennt das Spielchen auch und könnt da gerne, wie gesagt, teilen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt mir das, wie gesagt, in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche andere Tutorials haben wollt. Mir wurde jetzt gesagt, ich sollte mal ein Herd-Tutorial machen. Das werde ich jetzt auf jeden Fall angehen. Ja, jetzt sehen wir halt, ist ein bisschen schon ein bisschen tiefer. Es ist halt schon ganz cool. Genau, und ich werde euch das jetzt in die Endcard, sage ich mal, packen. Das Speedart von meinem Companion Cube. Wenn euch das gefällt auch damals, gebt mir da ein Like nochmal oder schreibt mir in die Kommentare, dass ich da nochmal ein Tutorial drüber machen kann, wenn ihr wollt. Ansonsten, wie gesagt, habt Spaß, ich will euch nicht aufhalten. Macht's gut, habt einen schönen Tag, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.